Nachdem das vorbei ist und das Teil neu gestartet hat, hat man auf der zweiten Seite Studio das einmal starten. Da wird man als erstes gefragt, wer man ist, da Benutzer auswählen und dann einfach nochmal hier zu Ende laden lassen. Also sprich, nachdem das erstmal neu installiert wurde, der Jailbreak zu Ende ist, muss man Studio öffnen und da steht Reorganizing und das schließt sich automatisch, wenn das fertig ist, und dann einfach Studio nochmal starten. Und dann wird man eben halt gefragt, wer man ist, da Benutzer auswählen und dann einfach hier warten, bis sich hier die ganze Seite aufbaut. E-Seed, das ist ganz wichtig. Falls ab und zu solche Fehlermeldungen kommen, ist okay, könnt ihr, also keine Panik, ist nicht schlimm. Ab und zu kommen leider solche Fehlermeldungen, weil der Server nicht up to date ist oder gerade nicht erreichbar ist. Lade neue Daten, das steht bei Studio öfter, also man sollte öfter bei Studio reingehen und ab und zu immer hier bei Änderungen die Änderungen vornehmen. Also sprich, Studio könnt ihr beruhigt jederzeit updaten, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass ihr da irgendwas falsch macht. Im Gegenteil, also wer bei Studio Updates macht, der ist besser dran. Hier einmal vollständige Aktualisierung wählen und oben einmal bestätigen klicken. Dann werden die erstmal runtergeladen, die Sachen. Und sofort danach wird es auch installiert. Gerät neu starten. Einfach nochmal Studio öffnen.
Und hier einmal ganz wichtig auf diesen Button hier klicken. Damit hat man die Möglichkeit, auf eine alte Firmware wieder herzustellen, ohne diese Zertifikate. Also hier wird das eben halt ESID-Nummer genannt, beziehungsweise SHSH. Deswegen sollte man einfach hier Make my life easier, thanks. Und das war's. Also das sollte man klicken. Und wenn es erfolgreich ist, steht da oben this device, genau das, ja. This device has a pending TSS request. Und sonst sollte sich das auch jedes Mal jetzt so aufbauen. Im Idealfall eben halt sollte da oben stehen this device has SHSH um 312 313 40 401 402 41. Also das wäre im idealsten Fall, aber bei den neuen Geräten ist es eben halt 40 401 402 oder eben halt auch nur 40. Genau, bis da jetzt die Antwort steht, dauert ein paar Stunden bzw. ein Tag so. Und hier sollte man als allererstes SB Settings installieren. So, nachdem man das neu gestartet hat, einfach über die Uhr streichen und dann hat man das Menü vom SB Settings. Ja, das war's.